Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Teil dieser Route. Diesmal geht es Richtung Safrodia, Fuchsalia City natürlich. Da geht es einmal mit der Heilung weiter. Und Pikachu muss Level 45 erreichen auf jeden Fall. Da kommt nämlich in die Arena von Sabrina. Ich habe meinem Pokémon einen Flottbonbon gegeben. Habe ich auch schon gemacht. Die Initiative. Und? Aber mal gucken. Das könnte natürlich das ein oder andere Interessante dabei sein. Was hat er denn auf jeden Fall dabei? Ein Sandal. Oh, Pikachu. Kriegt da wahrscheinlich gerade seine Schwierigkeit. Er kann seinen Elektro-Attack nicht einsetzen. Das heißt, wir müssen umswitchen auf den Durchbruch. Aber das packt dieses Sandal ohne Probleme. Das heißt, wir werden unser Pokémon wechseln. Und zwar auf Bisasflor. Weil sonst, weiß ich nicht. Es packt sich. So, einmal kurz den Megasauger noch hinterher. Ich hasse das, wenn diese Pokémon, wenn die Gegner mit so einem Scheiß ankommen, mit so einem Schutzschild. Wirklich, man muss eine Runde rauszögern, den sicheren Tod. So, jetzt geht er auf Sandama und dann bleibe ich also wieder auf Bisasflor. Oh, tschüss. Sandama. Gegen die Blättertanz keine Chance. Und Level 38 für Akani. So. Was ist mit dir? Du möchtest natürlich auch kämpfen. Ein Pummelhof. So. Ah, Pummelhof hat den zweiten Typ Fee, ne? Deswegen das. Warte mal, er setzt Mimikry ein, dann der Durchbruch, aber dazu kommt er gar nicht erst. Tschüss, Pummelhof. Trigaria. Ah, komm. Einmal kurz für unseren Freund Miguel. Unser Akani. Und Flammenwurf. So, perfekt. Machen wir das auch weg. Und dieser Trainer ist Geschichte. So. Perfekt. Oh, guck mal, da oben ist ein Renter. Okay, da kommen wir hier oben also erstmal noch weiter. Wunderbar. Dann haben wir die junge Dame hier noch mit. Ob ich gegen die kämpfen möchte? Aber natürlich. Chanera wird definitiv alles andere als leicht zu besiegen sein. Das Viech hat einfach unnormal viel KP. Dem Relaxo mit die meisten. Aber nicht gegen sich so. Diese Chanera hat ja gar keinen Stich. Mit einer Attacke war es down. Und gibt es einen guten Erfahrungspunkt. Phase 64, ich meine, fast Level 44. Also fast noch ein Level, dann können wir Pikachu tatsächlich schon in die Arena schicken. Warte mal. Ich wollte mich da oben hin. Ich will mich das da oben kurz mal Pokémon farben noch schnell. Die ich auf diese Route noch fangen könnte. So, habe ich das Krabi schon?
Das weiß ich nämlich nicht. Ah, ich pfeife zu weit, zu kurz. Jetzt hab ich's. Oh, ich hab's nicht. Krieg mich doch. Ins Auge, mein Freund. Jetzt hab ich's. Dieser Moment, wenn ein Relax so leichter zu fangen ist als ein Krabi. Und Level 27 für Hypno. So, das möchte die Attacke kopflos lernen. Das ist okay, das kann es gerne tun. Wunderbar, Krabi habe ich gefangen. Ich glaube, ich hatte sogar schon eins. So, aber Porenta hatte ich noch nicht. Ja. Das hat mal so gut wie gar nicht geklappt. Ja, jojo, ist so gut. Ja, ich spring weg am besten, ne? Jetzt. Und zwar ein fabelhafter Wurf. Bringt aber noch nichts. Weil das Porenta meint, hey, ich könnte ja wieder ausbrechen. Da war was, ein Versuch, was so. Oh, ist gut, ja. Hier, warte mal, eines. In dem Moment springt es natürlich nochmal weg. Ist es weg, oder? Nein, ist es noch nicht. Aber es ist direkt rausgekommen. Es ist sehr ärgerlich gerade. Oh. Wetter, komm rein. Jetzt endlich ist es drin. So, 37 Garados, 41 Misaflor, Entschuldigung. Und ich habe ein Porenta im Pokédex. Oh, ein Duflor. Das haben wir tatsächlich noch nicht. Duflor sollte doch relativ einfach zu fangen sein, oder? Oh, großartig. Bitte jetzt beim ersten direkt. Da gibt es richtig gute Erfahrungspunkte zusätzlich. Nein. Ist wenig. Nochmal großartig hinterher. Es gibt leider nicht den One-Ball-Bonus. Aber wir haben es. Mit dem zweiten. Ebenfalls großartig. Wunderbar. 509 Erfahrungspunkte. 44 Pikachu. Wunderbar. Noch ein Level. Und ein weiterer Eintrag im Pokédex, nämlich für Duflor. Damit haben wir auch alle drei Pokémon dieser Route. Ich glaube, das müssten nur Krabi, Porenta. Ach gut, Taubsi, Tauboga. Ein AP Plus. Aber Taubsi, Tauboga haben wir, glaube ich, auch schon beide. Ja. Ich glaube, Tauboga haben, weiß ich auch gar nicht, ob wir das haben schon. Das weiß ich wirklich noch nicht, ob wir das hier schon haben. Tauboga weiß ich wirklich noch nicht. Haben wir das schon? Haben wir das noch nicht? Ich sehe keinen Pokédex, also kein Ball-Symbol. Also haben wir es doch nicht. Ist mal gut jetzt? So, kommst du mal bitte jetzt rein, diesen Ball? Ja, perfekt. Tauboga ist gecatcht. Den haben wir nämlich noch nicht gehabt, tatsächlich. Also, weitere 300 Erfahrungspunkte und leider kein Level up, okay. Und ein weiteres Pokémon in unserem Pokédex. Mit Tauboga. Glaube ich, dass ich das noch nicht habe.
Okay, haben wir soweit alles. Hier sollte es niemand sehen können. Na los, kämpf gegen mich. Okay. Unser Freund, ein Ass-Trainer, setzt mit Kyorok einfach ein Pokémon ein. Das wird schwierig werden. Für dieses Pokémon Erdbeben beherrscht, haben wir für Pikachu ein kleines Problemchen. Aber wir müssen gucken, dass wir mit Durchbruch drauf können. Was ihr mit Scharnierer gewonnen hätte, mein Freund. Tarnschein, okay. Das ist jetzt blöd, weil dieses Pokémon... Dieser Attacke fügt dem jetzt nächsten eingewechselten Pokémon Schaden zu. Jetzt hoffe ich, dass er gleich noch ein Pokémon besitzt, was ich packen kann. Georg ist erstmal weg. Und 39 für Golbat. Okay, er bleibt bei Apollo. Oder geht auf Apollo. Das heißt, das ist gut für uns. Weitere Erfahrungspunkte sammeln. Donnerblitz mit Attacke gegen Apollo. Na, fast. Hehe. So, einmal noch drauf. Ölig bringt dir gar nichts. Pikachu konnte es ausweichen und Apollo ist Geschichte. So, jetzt bringt mir noch ein Flug-Pokémon oder so. Oder relativ was Leichtes. Ein Magneton. Aber ein Magneton ist machbar. Brauche ich nicht, um diese, auf diese Tarnsteine zu gehen. So, da kam mit Durchbruch drauf, okay? Ja, weil das nächste dauert. Da kann ich gleich allerdings einsetzen. Und dann habe ich wieder voll gute AP für unsere Attacken für Pikachu. Und dieser Astrainer ist Geschichte. So. 28 für Hypno. Und wir haben 5 Superbälle. Hyperbälle, Entschuldigung. So, dann gebe ich jetzt mal auf mein Beutelchen. Medizintasche und ein Topping ist hier. So, perfekt. Gut, dann geht's hier weiter. Die habe ich ja schon besiegt. Ich muss mal Pokémon wechseln müssen. Bewegen. So, einmal Miguel nach vorne. Bin ich auch mal was anderes sehe vorne als Pikachu. Nichts gegen Pikachu, das ist super. Super. Aber gegen diesen Käfersammler hier. Das ist, glaube ich, Akadi die etwas bessere Wahl. So. Ja, vor allem gegen sein Sichlor. Gut, einmal kurz Flammenwurf. Gegen Sichlor. Und tschüss. Unser zweites Pokémon ist ein Pinsir, das Gegenstück. Das Pokémon Blau und Rot. Und auch Pinsir. Leute, er hat gegen den Flammenwurf nicht wirklich eine Chance. So. Gut, dann geht es hier weiter mit der jungen Dame hier. Die anderen beiden da oben nehme ich auch noch mit gleich. Moment. So, sie kommt auf jeden Fall erstmal mit einem Radikal. So, einmal drauf. So, einmal kurz die Kopfnuss hinterher. Jetzt kommst du mal. Geh mir nicht mit deinem scheiß Tiefschlag auf diese Nüsse. Genauso unnötige Attacke wie Mogelhieb zum Beispiel. Ja,
nervige Attacke. Wirklich. Hinterhorn. Dann gehen wir zum Pikachu wieder. Ich weiß gar nicht, wie viel es verbraucht nach Erfahrungspunkten, bis es wirklich hochgeht vom Level her. Da brauchen wir im nächsten Part den Rest dieser Route fertig. Und im nächsten Part können wir wahrscheinlich sogar die Arena. Da können wir im drittnächsten Part wahrscheinlich das Team vollständigen. So, aber Dollar bitte. Jawohl, Attacke trifft. Tschüss, Hinterhorn. Die weiterentwickelte Form von Enton übrigens. So. Ja. Perfekt, dann haben wir das auch erledigt. Dann hole ich mir die beiden Trainer da oben noch. Ja, möchte ich. Oh, sie hat eine Evoli. So. Und tschüss, Evoli. So, Pokémon wechseln. Stupidity Cat. Dann geht's auf Pikachu weiter. Ach, seit ich den Kampf-Pokémon des Team liebe. So, einmal kurz drauf auf Stupidity Cat. One Hit. Das kann's mittlerweile gut. Die Stupidity Cats One Hitten. So, erledigt. Tja, liebe Schönheit. Das war's für dich. Vogel-Pokémon sind mein Spezialgebiet. Ja, super. Das hätte ich Pikachu natürlich brauchen können, aber machen wir es so. Was hat denn Dodu? So. Und Taubsi und Tauburger. Nee, Dodo und Tauburger haben keine Chance, beide. Ja. Einmal kurz beide gewonnen. So, das ist ein Camper. Ja, Camper. Gut, dann machen wir das dann kurz. Vulcano. Dann heißt es Akani gegen seine Vorentwicklung. So ist es richtig, doch. War schon richtig so.
Einmal das. Und Nidorino. Okay. Dann darf ich jetzt mal auch weinen. Ich will doch mal einsetzen. Oder ich versuche es mal. So, einmal kurz die Psychokinese, mein Freund. Ist jetzt Vorderattacke. Und jetzt verliert ein bisschen was von seiner Spezialfähigkeit. Okay, von seiner, ja doch, Spezialverteidigung, so ist es richtig. Das müsste eigentlich tatsächlich auch gereichen, um mit einem Psy-Strahl dieses Nidorino dem Erdboden gleich zu machen. Jawohl. Und Level 29 für unseren Krypto. Sehr schön. Sehr schön. So. Sind wir jetzt durch oder haben wir noch was? Dann auf dieser Route. Ja, es werden wieder mehrere Parts werden. So, wunderbar. Dann nehme ich kurz den Ball. Oh, geht zu mir. Hallo. Super. Gut, ich kann den drehen. Da unten ist noch so ein Biker. Da ist noch so ein Dings. Gut, dann müssen es eigentlich noch zwei Trainer sein, wenn ich es richtig sehe. Ne? So. Und ein Flamara, der. Ui, nice one. Aber dann gehen wir auf Schaufler. Dann Bodenattacken sind die Feuer-Pokémon durchaus fiktiv. Ah, fast ist es doch. Also, typisch kein, okay. Und das Flamara ist Geschichte. Und dieser Camperman sind auch. Wir haben hier noch einen Trainer, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, auf dieser Route. Das müsste dieser Herr hier sein. Was schaust du denn so doof? Was? Guck mal, er hat eine Dodri-Jacke. Ich glaube, dann hat er bestimmt auch einen Dodri da im Team, oder? Er hat auf jeden Fall ein Pokémon nur und ich glaube, jetzt vermute, dass er. Ne, er hat einen Golbat. Eine Dodri-Jacke, aber ein Golbat auf der, an der Bag als Pokémon. Okay. Dann gehen wir mal auf die Hitzewelle. Einmal kurz. Es ist unerträglich heiß machen wir dieses Golbat. Hast du alles gereicht? Also hat das noch ein Viertel ungefähr noch. Dann machen wir es halt nochmal. Einmal Flammenwurf. Und damit ist das Golbat auch Geschichte. Und damit müssen wir eigentlich durch sein sogar. Und Dobby 42. Super. Der Panka ist besiegt. So, da müssen wir jetzt eigentlich durch sein mit dem mit der Rude. Den Trainer haben wir ja schon. Nein, einen Trainer haben wir noch. Komm. Dann machen wir es hier komplett Feierabend. Danach. Also den Trainer machen wir noch und dann machen wir Feierabend. Für heute. Liebe Pokémon-Freunde. Habe ich wieder 3 Folgen aufgenommen. Das ist mal gut. Und da fängt man mit einem Endhorn an. Bzw. hat ein Endhorn. So, du bist also ein Endhorn. Du möchtest also auf jeden Fall eine Kopflos abkriegen. Die kriegst du auch. Dann hast du einen schönen Kopf jetzt. Er sitzt, sitzt aus. Dann kann mir gerne eine Feuerattacke. Kopflos, ja. Welche eine Überraschung.
Naja, gegen den Flammenwurf konnte es dann doch nichts machen. Dafür war es zu schwach. Normalerweise das Halbdings. So, er hat einen Dicktree. Und für Dicktree habe ich eine kleine Überraschung. Also, was heißt eine kleine Überraschung? Ich setze mal Bisaflor gegen es ein. Ich würde eigentlich jetzt Garados einsetzen. Wenn er mit seinen Bodenattacken nicht viel machen könnte. Aber Bisaflor sollte eigentlich ziemlich genauso effektiv sein. Und du gehst mal auf. Ja, ich hätte es fast gedacht. Genau, deswegen wollte ich, hatte ich eigentlich überlegt, ob ich dich tatsächlich einsetze. Garados einsetze. Aber gegen die Blütenwirbel keine Chance. Bye bye, Dinktree. Und der Sieg gehört uns. Und Level 45. Und damit könnten wir theoretisch in die Arena gehen. So, dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder morgen um 18 Uhr, wenn ihr Bock habt, bei Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Ja, und dann machen wir weiter und mit dieser Route. Wir haben nämlich noch ein bisschen was zu tun. Bis dahin und let's go. Tschüss.